Oliver Pocher, alle Infos zu seinen 5 Kindern. Über Oliver Pochers 5 Kinder ist kaum etwas bekannt. Wir stellen dir alle Infos vor, die es zu den Kindern des Comedians zu wissen gibt. Oliver Pocher und seine 5 Kinder. Auch wenn Comedian Oliver Pocher selbst in der Öffentlichkeit steht, ist über sein privates Umfeld kaum etwas bekannt. Insgesamt 5 Kinder hat Oliver Pocher, 2 Söhne aus der Ehe mit Amira Pocher und 2 Zwillingssöhne und eine Tochter aus der mit Alessandra Sendi. Maya Wölden. Bekannt ist über die 5 Kids des Comedians jedoch kaum etwas. Oliver Pocher, keine Infos über seine Söhne mit Amira Pocher. Oliver und Amira Pocher ist die Privatsphäre ihrer Kinder so wichtig, dass nicht einmal bekannt ist, wie die Söhne von Oliver und Amira Pocher heißen. Bekannt ist lediglich, dass der erste Sohn am 11. November 2019 zur Welt gekommen ist. Knapp ein Jahr später folgte im Dezember 2020 der zweite Sohn. Im Podcast Die Pochers plauderte Amira einst aus: "Ich wollte ja unseren Sohn Malek nennen, aber der sah auf jeden Fall nicht aus wie ein Malek. Das ging nicht. Inspirieren lassen hätte sie sich dabei von dem Schauspieler Rami Malek." Wie die Söhne von Amira und Oliver Pocher aussehen, ist nicht bekannt. Eine Andeutung über das Aussehen ihres Ältesten machte die Moderatorin jedoch im Podcast: "Alle sagen beim Ersten immer, der sieht aus wie der Olli. Das stimmt gar nicht. Der hat nur die gleiche Haarfarbe, aber vom Gesicht her sieht er genauso aus, wie ich damals." Tatsächlich betonte Amira in der Vergangenheit ab und an, wie ähnlich auch ihr jüngster Sohn ihr selbst als Kind sieht. In einer Instagram-Story zeigte sie einst ein Kinderfoto von sich, zu dem sie sagte: "Ich muss euch sagen, mein Kleiner sieht einfach aus wie ich damals. Das ist gerade so, als würde ich euch ein Foto von meinem Sohn zeigen. Das ist so gruselig, dass er einfach identisch aussieht, nur mit helleren Haaren." Im März 2023 schienen die Pochers noch über ein drittes Kind nachgedacht zu haben. Amira Pocher sagte damals gegenüber Bild: "Ich kann mir schon noch ein Kind vorstellen. Aber jetzt widmen wir uns erstmal den beiden. Wenn sie dann durch Schlafen und mal Ruhe eingekehrt ist, kann man darüber wieder reden." Auch Oliver Pocher schien von der Idee angetan, wenn hier noch eins herumläuft. Nehmen wir das auf. Platz ist ja da. Doch daraus wurde nichts mehr. Im August 2023 gaben Oliver und Amira Pocher die Trennung bekannt. Oliver Pocher, seine Kinder mit Sendi Maya Wölden leben in den USA. Bei seinen 3 Kindern mit Sendi Maya Wölden ist das anders. Die gemeinsame Tochter, die im Jahr 2010 zur Welt kam, heißt Naila Alessandra. Die Zwillinge, die ein Jahr später folgten, hören auf die Namen Emmanuel Oliver und Jelian Oliver. Die 3 leben bei ihrer Mutter in Miami. Weshalb Oliver Pocher die Kinder aus der Ehe mit Sendi Maya Wölden nur in den Ferien sieht. Die Entfernung sorgt in der Erziehung immer mal wieder für Diskussionen zwischen den Eltern. So ließ Oliver Pocher einst verlauten: "Da meine Kinder die meiste Zeit des Jahres bei ihrer Mutter in den USA leben, ist es eine besondere Herausforderung, meiner Rolle als Vater gerecht zu werden. In den Staaten gehen die Kinder auf eine deutschsprachige Schule, Mutter Sendi Maya Wölden spricht zu Hause Deutsch mit den Kindern. Das ist ihr wichtig." Als er im Mai 2023 zu Besuch war, überraschte Oliver Pocher erstmals mit einem Bild von Naila auf Instagram. Auch hier achtete er darauf, dass das Gesicht nicht zu sehen war. Oliver Pocher: "So gut funktioniert das Patchwork-Leben mit 5 Kindern von 2 Frauen. Bei 5 Kindern von 2 Frauen ist Patchwork-Leben angesagt. Und das funktioniert erstaunlich gut, wie Sendi Maya Wölden einst verriet.
Ich kann nur immer wieder betonen, dass alle Kinder willkommen sind. Wir sind eine Patchwork-Familie. Daraus haben wir ja nie ein Geheimnis gemacht. Da gehören Höhen und Tiefen dazu und das Wichtige ist, dass man weiter nach vorne schaut und einfach an die Kinder denkt und an nichts anderes. Die Harmonie der Patchwork-Familie ist so groß, das sehen die Meyer-Wölden sogar die Zwillinge, die sie mit ihrem neuen Mann hat. Bei den Pochers abgegeben hat, als sie für die Dreharbeiten der RTL-Sommerspiele 2021 in Deutschland war. Corona-bedingt durfte der Nachwuchs damals nicht mit ans Set, weshalb sie in der Zeit bei Oliver und Amira Pocher untergekommen sind. So besuchten die Pocher-Meyer-Wölden-Kinder ihren Papa jenes Mal mit ihren Geschwistern im Gepäck. Von anfänglichen Schwierigkeiten, die Amira und Sandy zu Beginn von Amiras Beziehung mit Oliver Pocher angeblich gehabt haben soll, ist schon lange nichts mehr zu spüren. 2023 feierten die drei gemeinsam Sandys 40. Geburtstag, was sie auch auf Instagram dokumentierten. Ihren Geburtstagspost widmete Sandy Meyer-Wölden mit den Worten: zwei Engel für Oliver, vor allem den Pochers. Aber die Kinder sind die größten Gewinner, postete sie dazu. Wie die Trennung von Oliver und Amira Pocher das Patchwork-Leben beeinflusst oder das Verhältnis zu Oliver Pochers Kindern ist nicht bekannt. Verwendete Quellen: die Pochers, RTL, Instagram, goldene Kamera, klatsch-tratsch.de, in Dutch, die Online.